Hallo zusammen. Heute werde ich mit Ihnen eine Twisted-Hive mitteilen, um Sandstein und Sandbelag zu Hause zu entfernen. Hier ist das Rezept. Die erste Zutat dieses Rezepts sind Minzblätter. In Bezug auf die Mundgesundheit hat Minze antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Die helfen, Bakterien und Keime abzutöten, da sich Bakterien in der Mundhöhle von Nahrungspartikeln ernähren und dabei Säuren und Sandbelag produzieren. Hilft Minze, indem sie Bakterien abtötet, die Bildung von Sandbelag zu verhindern. Währenddessen sammeln sich Keime aus Sandfleisch und Zähne an, was zu Karies führt. Indem sie Keime abtötet, hilft Minze, Infektionen und Karies vorzubeugen. Darüber hinaus sorgt Minze für frischen Atem und beugt Mundgeruch vor. Versuchen Sie, frische Bio-Minzblätter zu sammeln. Verwenden Sie niemals Zutaten, die mit Pestiziden behandelt würden, da diese Ihre Zähne schädigen kann. Bereiten Sie nun eine Handvoll frischer Minzblätter zu und geben Sie sie in den Mixer. Als nächstes müssen Sie Backsoda vorbereiten. Backsoda ist leicht abrasiv, daher ist er sehr effektiv bei der Entfernung von Sandbelag, die sich auf dem Sandschmett ansammelt. Er hilft auch, Verfärbungen auf der Oberfläche Ihrer Zähne zu entfernen, wodurch Ihre Zähne weißer werden. Außerdem ist Natron basisch und salzig. Er hilft, säurehaltige Lebensmittelflecken auf den Zähnen aufzuhellen, wie zum Beispiel Flecken von Kaffee, Tee und Rotwein. Backsoda hilft auch bei der Behandlung und Verbeugung von Mundgeruch. Mundgeruch kann durch Hochstehende von Säugebienen Lebensmittel wie Zucker und Proteine verursacht werden, die an Zähnen, Zunge und Mund haften bleiben. Backsoda kann den Säuregehalt im Mund wieder ins Gleichgewicht bringen und dabei helfen, Mundgeruch zu behandeln und zu verhindern. Geben Sie nun 2 Esslöffel Backsoda in den Mixer. Schließlich müssen Sie Kokosöl vorbereiten. Kokosöl kann sektische Bakterien im Mund angreifen, die Sandbelagbildung, Mundgeruch, Karies und Zahnfleischkrümmungen verursachen. Kokosöl ist besonders wirksam bei der Abtötung oraler Bakterien namens Streptococcus mutans. Diese ist eines der schädlichsten Bakterien in Ihrem Mund. Es ist eine der Hauptursachen für Karies durch Sandbelag. Kokosöl kann das Wachstum von Streptococcus mutans Bakterien deutlich reduzieren und Karies vorbeugen. Geben Sie nun 4 Esslöffel Kokosöl in den Mixer. Decken Sie den Mixer ab und mixen Sie, bis die Zutaten zu einer glatten Paste werden. Die Mahldauer hängt von der Kapazität des verwendeten Mixers ab. Gießen Sie die resultierende Mixung in ein Glasgefäß. Die Zahnpasta ist fertig und gebrauchsfertig. Sie können es bei Raumtemperatur in Ihrem Badezimmer aufbewahren. Kokosöl kann, wird je nach Temperatur fest oder schmutzig. Wenn es also zu hart ist,
Lassen Sie es einige Sekunden unter heißem Wasser stehen. Wenn es zu flüssig ist, stellen Sie es in den Kühlschrank. So verwenden Sie diese hausgemachte Zahnpasta, um zu verhindern, dass die Zahnpasta verdirbt. Tauchen Sie keine Nasenzahnpaste hinein. Verwenden Sie stattdessen einen sauberen Löffel oder ein anderes Utensil, um eine Einwegmenge auf Ihre Zahnpasta zu geben. Anschließend eine Minute wie gewohnt die Zähne putzen und den Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sie können diese Zahnpasta 2 bis 3 Mal pro Woche verwenden, um Zahnbelag zu entfernen und die Bildung von Zahnstein zu verhindern.